Und dann kommt der Habeck und sagt, ab 01.01.2024, und dann haben die Österreicher genauso gemacht, die machen ja meistens den größten Quatsch, den wir machen, auch noch nach, verbieten wir die Gasheizung. Ist völlig überflüssig, denn das heißt natürlich am Ende auf dem Marktmechanismus nochmal ein Ordnungsverbot, ein Verbotssystem on top, und das wird nicht funktionieren. Ich möchte eins noch einwerfen, weil ja die Frage ist, ob die Kombination aus den menschlichen ökonomischen Bedürfnissen und den Bedürfnissen der Umwelt oder der Überlebensmöglichkeit auf der Erde, wie Sie das wahrscheinlich formulieren würden, wie man das verbindet, muss man möglicherweise noch dazu sagen, und das über die sozusagen quasi das Ende des Privateigentums an den Produktionsmitteln erreichen will, muss man vielleicht dazu sagen, dass die Gesellschaften, in denen es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln gab im letzten Jahrhundert, nicht die waren, wo es ökologisch besonders gut lief. Ganz im Gegenteil. Größten Verbrechen begangen, sondern auch an der Natur. Genau. Aber das war nicht das, was ich sagte. Ich habe von gesellschaftlicher Aneignung gesprochen, von Ausweitung der Demokratie. Und das, was Sie jetzt im Kopf haben, der ehemaligen Sowjetunion oder der DDR, die haben ja die Demokratie gerade nicht ausgeweitet. Die haben sie letztlich eingeschränkt. Das ist das, was Sie gesagt haben. Das heißt, Staatseigentum als solches kann man sehr unterschiedlich organisieren. Ja? Aber ich habe von Ausweitung der Aneignung, von Ausweitung der Demokratie gesprochen, was natürlich darauf hinausläuft, dass das Eigentum von großen Konzernen, von Finanzorganisationen über die Produktionsmittel selbstverständlich in Frage gestellt. Das aber nicht, das heißt nicht Top-Down-Verstaatlichung, das sind andere. Aber Bottom-Up-Verstaatlichung muss ja auch organisiert sein. Wie ist sie dann organisiert? Also Gewerkschaften besitzen dann die Unternehmen, oder? Ja, das ist öffentliches Eigentum, ob das die Gemeinde ist oder die Region. Aber wer managt dann das öffentliche Eigentum? Staat? Ob welche Öffentlichkeit, das kommt dann auf die Sachlage drauf an. Ja, das kann die Gemeinde sein, das kann das Bundesland sein, man könnte sich sogar überlegen, eine europäische Form des öffentlichen Eigentums zu schaffen. Ja. Das kommt auf die Sachlage Kommission drauf an. Ja, aber ich möchte aber noch einen Punkt sagen zu den Verzeihen Sie, Herr Markt. Ich wollte Frau Gero jetzt nicht zu sehr unterbrechen, weil wir sind noch immer bei dem Thema, ist das eine Art des Umbaus, die Sie sich vorhin vorgestellt haben, als Sie gesagt haben, anders denken, anders machen? Ich habe mir gar nichts präzise vorgestellt. Ich wollte nur grundsätzlich den Optionenraum öffnen und grundsätzlich darauf hinweisen, dass es immer auch andere Lösungen gibt, als die man so. Ja? Aber erstmal zum Begriff Markt. Wir wissen aus der ökonomischen Forschung, dass Markt bei Gütermarkt, Angebot, Nachfrage gut ist. Wir wissen aber auch aus der ökonomischen Forschung, dass ein Markt da, wo Menschen berührt sind, Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt und so weiter, eben nicht funktioniert, weil er da einfach Ressourcen, den letzten beißen die Hunde, Arbeitsmarkt, wer kein Geld hat und so weiter. Und dass dann eben Herrschaftsinstrumente oder Ausbeutungsmechanismen entstehen. Mhm. Das heißt, die Frage ist, wie weit mache ich den Marktbegriff? Oder auch hier, Krankenhaus. Ja? Wir wissen heute, dass ein auf Effizienz und nur Produktivität gebürstetes Gesundheitssystem eigentlich nicht das ist, was die Menschen wollen. Ja? Deswegen würde ich nur mal gerne auch einfach nur mal den Marktbegriff, Gütermarkt, ja okay, Angebot, Nachfrage, Energiemarkt, ja, aber bei Menschen, Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt ist was anderes. So. Und insofern glaube ich auch, dass wir das auch da nicht so eng diskutieren sollten. Also Enteignung nach dem Motto Sozialismus oder Enteignung und dann kommt immer die Sowjetunion und das war doch alles ganz schlimm. Sondern es gibt ja Zwischenformen. Und die Zwischenformen kennen wir alle. Wir hatten bis in die 70er Jahre in der Bundesrepublik, ich nehme an auch in Österreich, Anstalten des öffentlichen Rechtes. Da waren Schulen und Krankenhäuser zum Beispiel Anstalten des öffentlichen Rechtes. Das heißt, sie waren nicht effizienzgebunden. Das sind zum Beispiel Konzepte, die man, wenn man zurückgeht in der Geistesgeschichte, eigentlich mit dem Begriff der Republik benennen kann. Ja, Res Publica, eine öffentliche Ordnung, die so gestrickt ist, dass sie nämlich genau gesellschaftliche Güter schafft für das, was die Menschen und die Bürger brauchen und diese in Teilhabe organisieren. Dafür hatten wir Formen. Wir unterscheiden aber übrigens auch. Wir haben diese Formen noch immer. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist rechtlich ein Rundfunk von Soero. Das ist ein Beispiel dafür, wie sozusagen eine Blase über eine ganze Nation gestülpt wird im Interesse der Regierenden. Da will ich gar nicht hin. Ja, das ist öffentlich-rechtlich. Ja, im Moment will ich da gar nicht hin. Ich will nur sagen, ich habe das eben schon gesagt. Gucken sich Krankenhäuser an, gucken sich ein Bildungssystem an. Wir haben auch ein Bildungssystem. Aber ist ja nach wie vor so.
Ja, es ist ja nicht privatisiert. Es ist zum die Krankenhäuser gucken sich doch an. Wir haben ein völlig geteiltes Gesundheitssystem zwischen Privatversicherungen und so weiter. Wir haben inzwischen Privatschulen, Privathochschulen und so weiter. Wir spalten die Gesellschaft dadurch natürlich auch. Das heißt, wenn wir hier auch noch irgendwie einen Grundsatz von Demokratie haben, von Teilhabe, von gleicher Partizipation, sind natürlich solche gesellschaftlichen Spaltungsprozesse eigentlich nicht wünschenswert. Was ich nur sagen wollte ist, wenn wir das schlagwortartig diskutieren, alles muss Markt sein und sonst schaffen wir das Privateigentum ab, dann nehmen wir die Grauzonen raus. Ich bin immer für die Grauzonen. Wir hatten solche Begriffe wie Pacht, wir hatten solche Begriffe wie, ich habe es eben schon gesagt, Anstalten des öffentlichen Rechtes. Wir hatten andere Konzepte, um ein öffentliches Geschehen von Infrastruktur, die wir alle brauchen, zu organisieren. Und wir haben diese Konzepte in den letzten, sagen wir mal, 40 Jahren unter dem Stichwort Neoliberalisierung extremst ausgehöhlt. Und die Aushöhlung zurückzuführen, heißt ja nicht, dass ich jetzt Sozialismus mache, aber die Aushöhlung des Kapitals von diesen öffentlichen Strukturen ein bisschen zurückzuführen. Das ist, glaube ich, das, was Herr Zeller meint mit gesellschaftlicher Teilhabe. Und das sind überhaupt keine neuen Konzepte. Das, glaube ich, habe ich ganz anders verstanden, ehrlich gesagt. Sondern es ging ganz einfach darum, dass alle Arbeiter in allen Betrieben sich die Produktionsmittel, die zur Produktion führen, aneignen. Ja. Das ist ganz was anderes. Ja, gut, also es kann unterschiedliche Formen geben, wie dieser Aneignungsprozess natürlich vonstatten geht. Da kann man drüber diskutieren. Aber ich wollte einen sehr grundsätzlichen Punkt noch einbringen. Markt bringt letztlich Angebot und Nachfrage zusammen. Aber Nachfrage ist nicht gleich Bedürfnis. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Aber was das ist, das bestimmen dann Sie, ne? Aber was sind was sind andere Gründe für Nachfrage? Ja, wie wollen Sie das denn bestimmen? Das kann doch nur jeder Einzelne bestimmen, oder? Seine Bedürfnisse. Viele Bedürfnisse gibt, beispielsweise von sehr vielen Menschen, ich würde sogar von der Mehrheit der Menschen, die keine kaufkräftige Nachfrage entwickeln können, schlicht und einfach, weil sie die Mittel nicht dazu haben und deshalb auf den Markt gar nicht in dem Maßen entscheiden, eingreifen können. Und das Beispiel, was wir vorhin hatten von LNG-Gas, ist ja ein Beispiel dafür, dass Pakistan keine Kaufkraft hat, sich mit dem entsprechenden Gas zu versorgen. Das heißt, also müsste dann in Ihrer Vorstellung irgendjemand da sein, der dieses Bedürfnis der nicht so Kaufkräftigen dafür sorgt, dass das trotzdem erfüllt wird und dass die Bedürfnisse der Kaufkräftigen, die vielleicht gar nicht so notwendig sind, nicht erfüllt werden. Wer entscheidet dann darüber, was notwendig ist und was nicht? Ja, natürlich ist jetzt, wenn man es im Weltmaßstab überlegt, das ist natürlich eine Frage auch des Entwicklungsstandes und des gesellschaftlichen Reichtums an betreffenden Land. Ja, das ist nicht etwas, was sich von heute auf morgen regeln lässt. Aber wenn wir jetzt eine Gesellschaft wie Österreich oder Deutschland und so weiter ansehen, dann braucht es natürlich eine öffentliche Diskussion. Beispiel Verkehr. Selbstverständlich bin ich dafür, dass der Automobilverkehr, so wie er jetzt existiert, er ist weder ist er gesellschaftlich effizient, noch ist er ökologisch tragfähig. Natürlich muss der in Frage gestellt werden. Aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt den einzelnen Menschen, die gezwungen sind, vielleicht tagtäglich 50 Kilometer zur Arbeit zu pendeln, dass ich denen das Auto verteure. Das wäre die marktbasierte Lösung. Nein, ich bin dafür, dass man in der Tat den öffentlichen Verkehr massiv aufbaut, dass man eine gute öffentliche Infrastruktur herstellt, dass man beispielsweise die Gesundheit, alles, was die Menschen sehr im Alltag brauchen, dass man da eine Stadt der nahen Wege organisiert. Einige Dinge lassen sich sehr schnell organisieren, einige brauchen Zeit. Und damit kann man sehr viele Verkehre letztlich ersetzen, teilweise überflüssig machen, weil schlicht und einfach die Infrastruktur da ist, dass man es nicht mehr individuell löst. Und da auch, es müssen nicht alle Bedürfnisse individuell artikuliert werden. Viele Bedürfnisse können wir gemeinschaftlich äußern, beispielsweise Essen. Ganz so eine banale Sache wie Essen. Wenn wir in den Stadtteilen Kantinen, gemeinsame Orte zum Essen errichten, ist es erstens effizienter, es ist ressourcensparender, es ist energiesparender und so weiter und so fort. Ja. Kantine für alle, Herr Brunhofer, versöhnen Sie das mit dem Ökosozialismus? Also, wenn ich die Debatte, die wir heute haben, aus meiner Sicht zusammenfassen darf, dann würde ich sagen, es geht doch aus meiner Sicht um die Unterscheidung, was ist privat und was ist öffentlich.
was ist ein privates Gut, welches sozial und ökologisch in Haftung genommen wird und was ist ein öffentliches Gut. Das heißt, auf was entscheiden wir uns als Gemeinschaft, was für alle gelten soll. Nicht? Im globalen Maßstab sind es die Basic Needs, also dass gewissermaßen Mindeststandards nicht unterschritten werden. Die gelten auch in Österreich, die gelten auch in Deutschland. Und diese Unterscheidung würde ich eher führen wollen. Nicht? Was gilt für uns alle als Allgemeingut und was bleibt auch weiterhin privates Gut? Und dann können wir über Erziehung reden, über Bildung reden, dann können wir auch über frische Luft reden. Und dann reden wir letztlich im Kern, wenn Sie beispielsweise in Umfragen folgen, 70, 80, 90% können sich bei dem als Allgemeingüter sind sehr schnell einigen. Mhm. Ja? Dann geht es nämlich im Kern um die Frage, wo kommt die Liquidität her, um diese Allgemeingüter für uns alle jenseits der Einkommens- und Wohlstandsentwicklungen nach oben, nach unten zu finanzieren. Mhm. Nicht? Und dann sind Sie in der ganzen Debatte drin, wie Finanzmärkte aufgebaut werden müssten, wie öffentliche Finanzpolitik aussehen müsste, um sowas machen zu können. Jetzt, Thomas, möchtest du noch mal konkretisieren, eins der Hauptbedürfnisse momentan jedenfalls und auch die Grundlage für die Herstellung von sehr vielen dessen, worüber wir jetzt geredet haben, von allgemeinen Gütern, ist nun einmal Energie. Also die größte Krise, die wir momentan haben, auch in dieser Wohlstandskrise und in der Inflation, ist die Energiekrise, die sehr starke Verteuerung von Energie innerhalb von kurzer Zeit. Einer der Gründe war die Energiewende. Man wollte also umstellen. Alle haben gesagt, das ist eigentlich sinnvoll, von fossilen auf nicht fossile Energien umzustellen. Ich glaube, da stimmen Sie auch zu. Sie haben das erste Windkraftwerk in Deutschland gebaut seinerzeit. Nein, in der Nordsee. Das erste Windkraft in der Nordsee trägt meinen Namen Fritz. Da bin ich auch stolz drauf. Und ich habe auch nichts gegen erneuerbare Energien. Ganz im Gegenteil. Aber der Fehler, der gemacht worden ist, dass man die naturwissenschaftlichen Rahmenbedingungen nicht beachtet hat, dass man eben die Sonne scheint nachts eben nicht und der Wind scheint eben, wie gesagt, an 140 Tagen nicht, sodass in den Situationen muss auch genauso eine Stromversorgung wie hier im Hangar zur Verfügung stehen. Jetzt möchte ich das noch einmal in zwei Teile teilen, diese Frage. Die eine ist, Energieversorgung, brauchen wir die Energie überhaupt oder wird das verschwendet? Nicht? Wenn man sagt, wir werden viel zu viele Bedürfnisse befriedigt. Aber wenn wir uns darauf einigen, dass wir im Grunde das, was wir in den letzten Jahren hatten, an Energie tatsächlich brauchen, um unsere Gesellschaft ungefähr so am Laufen zu halten, wie sie lief, dann ist die Frage, wie tun wir das? Richtig. Wie tun wir das, ohne es für den Einzelnen so sehr zu verteuern, dass er sich nicht mehr leisten kann? Also auch in diesem Sinn von Allgemeingut. Energie ist für ein Allgemeingut, braucht jeder, er muss heizen, er muss Strom haben, er muss Licht haben und er muss auch Energie haben, um sich fortzubewegen auf die eine oder andere Weise, weil Züge brauchen ja auch Strom. Ja. Wie macht wir sind uns, glaube ich, noch nicht so ganz einig darüber, denn ich finde es immer lustig, wenn Mitglieder des öffentlichen Dienstes, die schon ihre Pension ausrechnen können, sozusagen uns erklären wollen, wir brauchen keine Autos mehr in der Stadt und den Handwerker dann vielleicht verpflichten wollen, seine Werkzeuge sozusagen in der S-Bahn zu transportieren und seine Kabel Kupferrohre so das zu schleppen. Aber es wurde ja gesagt, wir brauchen keinen Autoverkehr mehr. Nein, aber die Frage, die wir wirklich, deswegen gefällt mir diese allgemeine Diskussion auch wirklich, ich glaube den Bürgern und den Zuschauern, das hilft ihnen nicht, wenn sie ihnen sagen, wir machen das im Sozialismus, passiert das mit Pakistan nicht gesagt. Mehr. Ich kann Ihnen sagen, warum das nicht, wie man das viel einfacher abstellen kann. Sie müssen einfach einen vernünftigen Wirtschaftsminister dahinsetzen, der so einen Unfug nicht macht. Ja? Das ist die Entscheidung. Dafür haben wir ein Instrument, und das heißt Wahlen. Und wenn man da in 3 Jahren wählen wird, das sage ich voraus. Die nächste Wahl in Deutschland wird eine Energiewahl werden. Und es wird sehr spannend werden, wenn Herr Habeck im nächsten Jahr nämlich unsere Kohlekraftwerke wieder abstellt, 10.000 Megawatt, dann werden Sie sehen, was mit den Preisen passiert. Und Sie werden das machen müssen, was die Bundesnetzagentur, die grüne Bundesnetzagentur von einem grünen Geführten, gesagt hat, wir müssen den Bürgern den Strom abschalten. Die E-Autos dürfen dann noch mal gerade für 50 Kilometer tanken, dann ist Schluss. Und die Wärmepumpe wird abgestellt, wenn kein Strom da ist. Reihum, sozusagen Modell Kapstadt, so ein Modell Entwicklungsland. Erst die Industrie, ne? Ich bin ja Aufsichtsratsvorsitzender einer großen Kupferhütte, da erleben wir das ab und zu jetzt schon, nicht? Wenn nicht genug Strom da ist,
Profit rationiert. Das wird kommen. Aber und das wird kommen, es wird ja kommen durch den Wähler. Und deswegen wird die Demokratie wird entscheiden. Die wird nämlich sagen, solche Leute, die Bürgerwünsche und die Bürgerbegehren so mit Füßen treten, dass sie glauben, sie könnten ihnen in den Kellern steigen und ihnen die Gasheizung wegnehmen und ihr Auto wegnehmen, obwohl die Alternativen da sind. Und die Alternativen habe ich in dem Buch dargestellt. Da gibt es 20 Alternativen und dann hätten die Bürger preiswerten und klimafreundliche Energieversorgung. Dann müssen wir nur den Mut haben, auch Risiken einzugehen. Denn wer kein Risiken eingeht, zum Beispiel in Deutschland, in der norddeutschen Tiefebene, haben wir Fracking-Gas, das uns die nächsten 30 Jahre zur Verfügung stehen könnte. Aber was machen wir? Wir holen es lieber aus Amerika, viel unfreundlicher. Und übrigens, das Gas perlt in Amerika noch weiter aus. Nicht? Das wird nämlich nicht verfüllt. Und in Deutschland würde es in einer ganz anderen Weise von jedem Landrat natürlich verfüllt werden, wenn die Bogen zu Ende ist. Das Zweite ist, wir müssen endlich Ja sagen zur Kohle. Ja zur Braunkohle in Deutschland. Und die müssen wir CO2-frei machen. Wenn wir das hinkriegen, und das konnten wir schon mal, das haben wir schon mal gezeigt, dann können wir von den Chinesen erwarten, dass sie ihre Kohlekraftwerke genauso behandeln. Und dann lösen wir dann sind wir wirklich Vorreiter. Dann lösen wir einen weltweiten CO2-Absenkungsprozess ein. Und das Dritte ist natürlich klar, die Kernenergie müssen wir wieder auch auf der Forschungsseite. Wir müssen uns mit der Fusion beschäftigen. Wir müssen doch wieder eine Aufbruchstimmung erzeugen für Wissenschaft und Forschung, für Entdeckung. Das ist doch das, was der Mensch will. Er will besser leben und dadurch, dass er ein Intellekt hat, hat er auch die Möglichkeit, diese Probleme zu lösen. Aber Sie sagen, die Energiewende hat nicht funktioniert. Und Sie haben ja von diesen 20 Vorschlägen, die in dem Buch, die große Energiekrise, Sie zur Behebung dieser Krise haben, jetzt 3 mal genannt. Ja. Trotzdem ist die Frage, ist es sinnvoll, bleibt es aus Ihrer Sicht sinnvoll, diese Lösungsansätze für die gegenwärtige Energiekrise zu verbinden mit einem Umstieg von fossilen auf nicht fossile Energieformen? Die Erde, ich sage es ja bereits, hat 85% immer noch und 10% Kernenergie. Und die Sonne ist 2 und Wind ist 2. Das ist die Welt, das ist die Lage. So, und wenn wir das CO2 ernst nehmen, und ich nehme das auch ernst, dann müssen wir, und das sagt der Weltklimarat auch, 3 Dinge machen. Wir müssen Erneuerbare ausbauen, wir müssen Kernenergie erweitern und verstärken, und zwar neue kerntechnische Prozesse, die wir kennen, dass wir nämlich aus den abgebrannten Brennelementen neue technologische, inhärent sichere, ohne langlebige Rückstände Kerntechnik entwickeln. Das Dritte, was er sagt, ist CCS, Abschaltung von CO2. Nur so können wir das lösen. Und das ist Weltklimarat. Und da kann ich nur sagen, diejenigen, die sozusagen immer sagen, Scientists for Future, Fridays for Future, herzlich willkommen im Club. Genau das müssen wir jetzt machen. Herr Brunhuber, Herr Farnhold hat schon angesprochen, also Lücken im Energiehaushalt. McKinsey hat jetzt auch einen Energiewende-Index irgendwie publiziert, in dem wird vorhergesagt, dass im Jahr 2030 30 Gigawatt fehlen. Das sind 30 thermische Kraftwerke. Wie passt das mit der Energiewende auf erneuerbare Energien zusammen? Das passt so gar nicht zusammen und ich würde Herrn Farnhold zustimmen. Wir haben in Deutschland sozusagen 3 Dinge auf einmal machen wollen. Wir sind aus der Kohle raus und aus dem Kernkraft raus, jetzt aus dem Gas auch noch raus. Gasreserven, die wir beispielsweise mit den Niederlanden teilen, kaufen in den Niederlanden ein mit Fracking. Und bei uns drüben auf unserer Seite des Landes ist es verboten. Das ist keine wissenschaftliche Debatte, sondern es ist letztlich eine ideologische Debatte, die wir hier führen. Aber ich möchte noch eine Zahl einbringen, die vielleicht nicht unbedingt... Atomkraft ist noch kurz. Sind Sie auch bei der Atomkraft seiner Meinung? Als Brückentechnologie, wissen Sie, wir hätten die ganze Debatte viel, viel billiger, viel, viel besser hingekriegt, wenn wir damals in den 70er Jahren das angefangen hätten. Haben wir nicht gemacht. Ja, wir haben in den 70er, 80er, 90er Jahren auf andere Dinge gesetzt. Und jetzt kostet das Ganze eben. Ja, wir liegen bei einem... Und wir brauchen Übergangstechnologien. Und wir brauchen Übergangstechnologien. Ne? Weil tatsächlich haben ja die Erneuerbaren, über die wir reden, Sonne und Wind, einfach den Nachteil, dass sie nicht stabil ans Netz liefern. Ja. Und wir brauchen das Netz. Ohne Netz kommen wir nicht zurecht. Oder wir hören mal auf, unsere eigenen Widersprüche irgendwie immer zu zelebrieren. Ja? Also ich meine, wenn wir sagen, dass wir zum Beispiel die Digitalisierung unbedingt brauchen, aber wissen, dass mehr Digitalisierung und die KI absolut ein Stromfresser ist, dann ist halt die Frage, wollen wir Klimaschutz oder wollen wir Digitalisierung? Und dann sollten wir uns vielleicht mal im Sinne auch der Demokratie
Demokratie ein paar ganz grundsätzliche Fragen stellen. Ja, also uns wird jetzt erzählt, wir brauchen die digitale Schule. Da kann man sich natürlich fragen, okay, brauchen wir wirklich eine digitale Schule oder ist es vielleicht eigentlich wirklich klimafreundlicher, wieder mit Kreide an die Tafel zu schreiben? Ja, also wir erlauben diese Fragen nicht. Ich will auch nicht als Retro daherkommen, aber einfach nur diese Erzählung zu haben, dass wir jetzt unbedingt eine digitale Schule brauchen und dann als Gesellschaft, es wurde ja auch nicht diskutiert, das ist jetzt mit Corona einfach so gekommen, jetzt muss alles digitalisiert werden, die Frage mal zu stellen, was heißt denn eigentlich digitale Schule? Verlieren wir vielleicht kognitive Fähigkeiten oder Handschriften oder was auch immer? Ja? Diese Fragen werden ja gar nicht mehr gestellt. Das heißt, wir züchten eigentlich permanent unsere eigenen gesellschaftlichen Widersprüche. Wir sagen jetzt, wir brauchen Digitalisierung, wir wollen aber den Klima retten und beides passt einfach nicht zusammen und wir können als Gesellschaft noch nicht mal mehr die Frage stellen, dass wir das demokratisch diskutieren. Und insofern ist das ja genau der Mechanismus, dass hier Politiken durchgedrückt werden, die auf einmal alternativlos sind, wo wir dann am Ende vielleicht erkennen, dass die digitale Schule gar keine besseren Lehrergebnisse hat. Aber, und das sind alles Widersprüche, wo ich sage, wir haben... Die löst nicht das Klimaproblem, vielleicht nicht. Ich bin auch nicht gegen Atomkraft, um das hier zu sagen. Ja, also das, ich will Ihnen da gar nicht in jedem Punkt widersprechen. Was ich nur sagen will ist, und das ist der Anfang unserer Diskussion, dass wir hier sehr monolithische Diskurse, das muss, in denen wir die Widersprüche gar nicht mehr sehen. Hm. Und dass wir als Gesellschaft den demokratischen Optionenraum, wie wir das überhaupt noch mal ganz neu diskutieren können, dass wir den überhaupt nicht mehr aufmachen. Ja? Sondern wir haben hier Stereotypen, das jetzt, also ist ja schon mal die Frage, warum muss eigentlich sozusagen jede Museumskarte inzwischen übers Handy gebucht werden? Warum geht es eigentlich nicht, dass man ins Museum, das ist ja fast schon so, ja, Albertina, müssen Sie vorher wissen, ich will dienstags 14 Uhr da rein, sonst können Sie da gar nicht mehr anstellen. Ja? Und aber die Frage, unser großes Problem. So, aber die Frage ist ja, ich sage das, weil wir waren jetzt gerade in Berlin, war gerade der Ministerpräsident von Bhutan zu Gast. Ja? Und da wurde im deutschen Fernsehen so erzählt, dass die in Bhutan haben die jetzt den Glücksindex und nicht das Bruttosozialprodukt. So, da kann man ja mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ich will jetzt auch Bhutan nicht mit China vergleichen, es ist ein 700.000 Euro Land. Nein, ich will das auch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber wenn wir uns doch als, also die Frage ist doch grundsätzlich Natur. Verlassen wir uns nur auf neue Technologien, um die Welt mit 8 Milliarden Menschen lebensfähig zu machen? Ja. Oder glauben wir noch an Sozialkonzepte? Und wenn wir noch an Sozialkonzepte und an menschliches, auch Verhaltensänderung glauben, weil wir uns als Menschheit denken, wir kriegen das hin. Und zwar, weil wir in der Lage sind, unser Verhalten anders auszurichten auf andere Bedürfnisse und andere politische Systeme, dann ist das doch schon mal die Debatte. Reden wir nur über Klima und Energie und Technologien oder reden wir auch über Veränderungen in unseren Organisationsformen? Was meinen wir, wenn wir sagen, andere politische Systeme? Das ist ja eine ganz große Frage. Ja, also im Moment reden wir zum Beispiel über sehr viel partizipative Demokratie. Die parlamentarische Demokratie, die repräsentative Demokratie ist ein bisschen in die Krise gekommen. Wir reden jetzt über partizipative Demokratie, wir reden über Bürgerform. Das sind zum Beispiel solche Elemente, die ja im Moment ganz stark in der Debatte sind. Ich rede nicht unbedingt über Sozialismus, aber ich habe eben schon gesagt, dass sozusagen die Frage, wie wir eine Sozialverträglichkeit und Demokratie neu wieder sozusagen politisch verorten, und zwar so, dass nicht alle unseren öffentlichen Systeme unterspült werden von neoliberalen Funktionsmechanismen. Das ist eine ganz reale Debatte und dafür gibt es Lösungsvorschläge. Einen hat Herr Zeller gesagt. Die Frage ist aber nur, da trauen wir uns ja gar nicht mehr ran an diese Debatten, sondern alles ist im Prinzip fast immer nur eine technologische Lösung. Ja, aber das ohne Technologie, liebe Frau Gero, würden wir diese 8 Milliarden Menschen gar nicht mehr ernähren können. Das habe ich gar nicht gesagt. Aber das, was, der Planet wäre schon längst zerstört, wenn Sie nicht profitieren würden, jeden Tag, Sie persönlich auch, von Technologien. Und ich sage Ihnen, die einzige Lösung, die 9 Milliarden, die ja kommen, es hat für zu ernähren und zu bekleiden und ihren Bedürfnissen entsprechend zu befriedigen, ist ohne Technologie aber überhaupt nicht möglich. Servus TV On, die Video- und Streaming-Plattform.